Hallo, liebe mit und ohne Glieder und ja, alles was dazwischen so existiert. Heute will ich euch meinen Necro zeigen, und zwar will ich einen ganz besonderen Necro zeigen, nämlich den Zustands- und relativ zähen Necro. Und zwar Hey, hier spiele drüben. ich den so, damit ich zwar gut Zustandsschaden mache, also richtig gut Zustandsschaden, Hier drüben. auch sehr flächendeckend diesen ja, verbreiten kann. Das ist wie hier bestes Zeug. Und dabei noch relativ stabil stehe. Also nicht gleich umkipp von jedem kleinen Furz. Wie ich das mache, werde ich euch natürlich jetzt zeigen. Und zwar fangen wir da erstmal natürlich mit dem Equipment an. Ich gehe da ganz schnell durch. Natürlich müsste Level 80 sein, ist ja ganz klar. Nicht schlecht wäre es zumindest. So, wir gehen hier mal rein. Von der Rüstung her nehmt ihr euch bitte die Kraft, Vitalität, Zustandsschaden Rüstung. Wobei Zustandsschaden natürlich das größte ist. Also das größte Attribut mit dem höchsten Wert. Kriegt ihr im WVW. Da müsst ihr WVW-Marken zahlen. Bei den Tempeln gibt es nicht. Es gibt noch, glaube ich, gecraftet. Ja. Bestimmt noch irgendwo. Gut, also wie gesagt, Kraft, Vitalität, Zustandsschaden. Was, wieso und warum und überhaupt. So, Kraft ist ja immer gut. Kraft erhöht den Angriff, Kraft macht uns stärker. Das ist immer gut, wir machen mehr Schaden. Vor allem ist das gut, weil Zustände gehen ja zum Beispiel nicht auf so Sachen wie Hey, hier Asura-Geschütztürme, also drüben. alles, was irgendwie so gelb hinterlegt ist, die kriegen ja keinen Schaden von Zustandsschaden. Deshalb Kraft immer gut. Werden wir auch später sehen, wieso das aus einem anderen Grund auch gut ist. Gut, als Rune habe ich hier mal die günstige Lösung gewählt, und zwar die überlegene Rune der Befallenen. Kostet, glaube ich, eine 4 Silber oder so, also ist wirklich sehr günstig. Was die macht, ist eigentlich echt cool, zumindest ins PvE. Also wie gesagt, mit der René, also das ist jetzt das Bild, was ich euch fürs PvE zeige, fürs WVW und PvP. Solltet ihr es noch ein bisschen umändern, aber das sage ich euch noch dann, wie es zu tun ist. Also wichtig an der Rune ist natürlich der Zustandsschaden. Kriegt man insgesamt ja 175 Zustandsschaden zu. Plus 10% Blutungsdauer, plus 20% Blutungsdauer. Das heißt, plus 30% Blutungsdauer. Das heißt, eure Blutung bleibt ein Drittel länger auf dem Gegner. Was natürlich übelst gut ist im PvE, weil die Gegner nehmen sich da die Blutung nicht runter. Das ist gut. Giftdauer auch immer sehr gut, wenn man so überlegt. Flammenzieher Weg 1, der Endboss, den muss man immer schön auf Gift halten. Ist ja gut, wenn es dann länger hält. Also Gift ist generell immer ein geiler Debuff, weil eben die Regeneration des Gegners so stark vermindert. Also um 60% glaube ich weniger Regeneration. Genau, das Skin ist ja völlig egal. Wichtig ist halt, dass es eine exotische Rüstung ist, oder aufgestiegen wäre natürlich noch geiler. Genau, so vom Stab her, also wir spielen mit Stab als eine Waffe und Zepter Dolch in der anderen. Das ist so die Kombi mit den meisten Zuständen. Vor allem Blutung ist bei uns ja ganz wichtig. So. Das seht ihr aber auch hier nochmal. Und zwar haben wir auf unserem Stab auch wieder Kraft, Vitalität und Zustandsschaden. Den kriegt ihr auch wieder wie immer. Also entweder im AH könnt ihr ihn kaufen oder im WVW. Ich habe den jetzt aus dem AH, genau, Todeswunsch ist aus dem AH. Mit natürlich Level 80 und zwei Sigillen. Und zwar einmal das überlegene Sigil der Erde. Das ist sehr günstig, das kostet keine Ahnung. 10 Silber. Fügt aber 2 Stacks Blutung zu. Alle 2 Sekunden. Wenn ihr einen kritischen Treffer austeilt. Zu 60% natürlich. Das wäre so echt overpowered. So, pass mal auf. Alle Fertigkeiten, die mit dem Stab einhergehen, das heißt alle Zeichen und der Auto-Attack, plus, wenn man auf dem Stab ist, der Todesschleier noch dazu. Das ist das Coole dran.
gewähren also die Chance, bei kritischen Treffern 2 Stacks Blutung zu kriegen. Ist echt Hammer. Gib dir nochmal einen Haufen Blutung extra. Das werdet ihr auch später noch im Kampf wirklich bemerken. Und als weiteres habe ich das überlegene Sigil der Geomantie drinnen. Einfach aus dem Grund, wenn ihr mitten in den Gegnern im PvE steht, in, keine Ahnung, in irgendwelchen Farm-Events oder in Dungeons, und ihr wechselt zum Stab, dann haben alle Gegner um euch herum 2 Stacks Blutung für 10 Sekunden mehr drauf. Toll, oder? Einfach instant 2 Stacks Blutung. Plus da nochmal ein paar Stacks und ach, herrlich. Schön ist es. Genau, dann als weiteres sind wir dann auf Zepter und Dolch. Da haben wir natürlich auch wieder Kraft, Vitalität, Zustand, Schaden auf beiden. Genau. So, da habe ich einmal drauf auf dem Zepter, aber worauf ihr das haut, ist eigentlich wurscht. Ich habe es auf dem Zepter drauf. Das überlegene Sigil der Verdorbenheit, das kostet 70 oder 80 Silber, also auch nicht die Welt. Gibt, wenn ihr mit dieser Waffe einen Gegner tötet, kriegt ihr jeweils ein Stack pro Gegner, Zustand, 10 Zustandschaden mehr. Das macht dann maximal 25 Stapel, 250 Zustandschaden mehr. Auch wenn ihr die Waffen wechselt, ihr dürft nur nicht unter Wasser gehen. Was sagt uns das? Wenn wir das stacken, und im PvE ist das so leicht, dass ihr das stackst, vor allem bei Farm-Events und Dungeons, so viele Trash-Mobs, ihr müsst aber aufpassen, dass ihr dann, wenn die Trash-Mobs auch sterben, das Zepter ausgerüstet habt. Und da kriegst du eigentlich immer deine 250 Zustandschaden. Das ist also wirklich sehr nützlich. Und als anderes habe ich überlegenes Sigil der Qual. Erhöht die zugefügte Blutungsdauer um 20%. Selbstverständlich, wir haben natürlich jetzt 30% durch die Rune der Befallene, plus dann nochmal, und das muss man wissen, auf die 30% kommen nicht die 20% addiert, sondern das ist also ein etwas geringerer, also ungefähr 16% macht es dann wirklich aus an der Blutungsdauer. Aber ist trotzdem noch ein Haufen. Und wieso wir das auf dem Dolch haben, und vor allem in der Kombination, ist dann, wird dann gleich noch geklärt. Das gleiche natürlich hier bei den Schmücken. Nur bei den Schmücken muss man aufpassen, da gibt es die Kombi Kraft-Vita-Zustandschaden nicht. Da müsste auf Kraft-Präzision Zustand schauen. Ist nicht schlecht, weil Präzision ist immer gut. Ist halt, erhöht die kritische Trefferchance halt. Ne? Also könnt ihr gern machen. Am besten halt die aufgestiegenen, infundierten Sachen. Jetzt habe ich nur aufgestiegene und noch 2 exotische, weil der Charakter noch relativ jung ist. Unterwasserwaffen ist nicht so wichtig eigentlich. Genau. Da haut halt dann im fürs PvE dann noch die Qual-Infusionen rein, aber das ist ja eh logisch. Gut, da wir jetzt mal kurz die ganze Equipment durchgegangen sind, nochmal ein kurzer Hinweis zu den Stats generell. Kraft, wie gesagt, macht mehr Schaden, vor allem dann im Todesschleier und bei den Auto-Attacks, was natürlich gegen diese gelben Sachen halt hilft, die man töten muss. Vitalität macht dich einfach wahnsinnig zäh. Ich finde Vitalität im PvE um Längen besser wie Zähigkeit, weil wenn du zu viel Zähigkeit hast, hast du nämlich immer die Aggro der Gegner. Und die willst du in der Regel nicht haben. Zumindest nicht unmittelbar. Weil sonst wirst du gestunt, kannst deine Zustände draufbringen. Also das ist gut, wenn man Vitalität statt Zähigkeit nimmt. Weil Vitalität ist, finde ich, so viel mehr wert an sich. Genau. Das ist so der grundlegende Gedanke. Dann ganz, ganz kurz zu den Eigenschaften noch. Ich habe 64040. Das Ganze werde ich natürlich, ganze Eigenschaftsbild und Skillbild werde ich natürlich später noch im Video verlinken, also keine Sorge. 64040. Wieso? Mir ist extrem wichtig bei diesem Bild die Zustandsdauer. Weil wenn die höher ist, kann ich besser kiten. Weil ich ja nicht immer umdrehen muss und neue Zustände drauf haben muss. Deswegen nochmal 30% Zustandsdauer. Die kommen auch nochmal drauf, aber vor den Ausrüstungsprozent. Das heißt, das sind echte 30%. Und dann diese 30% von der Rune der Befallenen sind dann noch so 26 oder 23%. Und dann das andere sind dann nochmal so 16%. Insgesamt kommt man auf gute 50% längere
Blutungen. Das ist gut. Generell. So. Was haben wir hier? Ich habe hier einmal die 4. Siegelbeherrschung verringert die Wiederaufladezeit von Siegeln. Werden wir gleich sehen. Ich habe ein Siegel drin, das aber entscheidend für unseren Damage Burst ist. Von dem her 20% neue Wiederaufladung ist ziemlich gut. Und 3 Macht kann man ja immer brauchen, ist ja ganz klar. Macht gibt übrigens auch Zustandsschaden. Merken. Dann habe ich die 7. Boshaft Zeichen. Zeichen fügen größeren Schaden. So, Zeichen sind die Skill 2 bis 5 vom Stab. Größere Schaden, wunderbar. Braucht man nicht drüber reden. Und dann den ganz letzten, den Nummer 13. Ein Prozentsatz eures Zustandsschaden heilt euch. So, jetzt gehen wir natürlich voll auf Zustandsschaden und Vitalität. Plus hier diesen Prozentsatz vom Zustandsschaden, der uns nochmal heilt. Ja, wir sind unzerstörbar. Das ist Wahnsinn. Also der macht wirklich was her. Davor hätte ich gesagt, vorm letzten Patch, nehmt euch Doomfeuer, weil da hieß es noch, kritische Treffer haben die Chance, aber da das ersetzt wurde, Doomfeuer raus, parasitäre Ansteckung rein. Genau. Erhöht Schaden bei Feinden unter Lebenspunktschwelle ist vielleicht im PvE besser, weil im PvP besser, weil im PvE eher nicht so nützlich. Genau. Gut. Dann Flüche 4 Stück. Gibt uns 200 Zustandsschaden mehr und 200 Prezi. Passt, wunderbar. Habe ich einmal die Nummer 2 drinne. Erhöht die zugefügte Blutungsdauer. Jetzt denkst du dir, Seele, du bist so ein Arsch, oder? Jetzt hast du eh schon so viel Zustandsschaden und jetzt haust du dir noch Blutungsdauer drauf. Ja, und? Ist halt geil, ne? Also das ist echt übelst pervers. Übelst pervers. Einfach nur mal längere Zustände. Brauchen wir nicht drüber reden, habe ich schon erklärt, wie geil das ist. So, dann habe ich die Nummer 9. Terror. Furcht verursacht Schaden und darüber hinaus zusätzlichen Schaden, wenn das Ziel noch andere Zustände hat. Warte mal. Ich habe Zustände. Ja. Ja, ich habe Zustände. Das ist gut, das ist schön. So mögen wir das. Also. Ganz einfach gesagt, wir haben mehrere Terrorfähigkeiten, das heißt Furcht, beeinflussende Fertigkeiten. Einmal die 5 beim Stab und die 3 im Todesschleier. Und ja, das war's eigentlich, aber die 3 beim Todesschleier lädt sich relativ schnell wieder auf. Erstens hält's dir die Gegner vom Hals, zweitens übelst Schadensboost. Du kriegst nochmal ungefähr 1000 Schaden mehr, wenn du einfach nur das Siegel einsetzt. Das ist unglaublich gut, muss ich sagen. So, weiter geht's. Blutmagie natürlich, wir gehen auf Vitalität, wir gehen auf Heilung. Heilung ist gut, weil es uns ja hilft zu überleben. Und Vitalität ist ja ganz klar. Lebenspunkte! So. Was haben wir hier? Einmal die Nummer 4, Brunnen des Ritual des Lebens. Er schafft einen Brunnen des Blutes, war nie mehr in einem Verbündeten belebt. Ist unglaublich nützlich. Vor allem in Dungeons, wo wirklich in Bosskämpfen der Punk abgeht mit E-Feldern. Da kannst du einfach resten, weil du hast das Ding unter dir, das sich immer wieder heilt und noch deinen Kumpel heilt. Und echt cool. Cooles Ding, nehmen wir rein, auf jeden Fall. Und dann habe ich noch die Nummer 3, Zeichen des Ausweichens. Hinterlasst ein Zeichen des Blutes, wenn ihr ausweicht. So, wenn es irgendein anderes Zeichen wäre, hätte ich das Ding nicht reingenommen. Aber es ist Zeichen des Blutes. Das heißt, wenn ich durch einen Gegner durchdotsche, habe ich nochmal eine Nummer 2 des Stabes extra. Extra. Geil. Nehmen wir. Pust. Super. Blutung. Geil. Super. Und so schaut's aus. Und jetzt kommen wir zu meinem normalen Skillbild. Absolut cool, ne? Die ersten 5 Fähigkeiten sind klar. Als Heilfähigkeit habe ich Zustände verzehren. Das macht dich unglaublich zäh in den Fraktalen, zum Beispiel bei Maitrin und Co. Wenn du dir einfach die doofen Zustände runternehmen kannst.
Dann, das benutze ich eigentlich die wenigste Zeit zur Heilung, weil dafür habe ich mein zweites Leben als Necro. Sondern einfach nur, damit ich die doofen Zustände runterkriege. Heilung ist ja nur Nebensache. Dann habe ich das Siegel der Bosheit. Das ist das Siegel, das bei uns die Aufladezeit verkürzt kriegt. Von 60 Sekunden auf 48 runter. Gewährt mir hier Macht. Ne? Und passiv Kraft, das heißt, wenn das nicht aktiviert wird und ich auf einen gelben Gegenstand, kriegt er nochmal wesentlich mehr Schaden. So, wenn ich das aktiviere, und das ist übel, ihr seht es ja schon, ne, an den ganzen roten Symbolen. Der Gegner kriegt zwei Stacks. Blutung, die jeweils 21 Sekunden gehen. Blindheit, Verkrüppeln, Vergiften, Verwundbarkeit, Schwäche. Oh! Oh, fast 500 Schaden! Oh! Alter! Das ist so das Übersiegel für diesen Bild! Weil du haust es auf einen drauf, ich zeig's euch dann noch die Kombo. Du haust es auf einen drauf und dann... Boah! So. Epidemie. Das ist unser Schlüssel für viel Schaden. Für wirklich viel Schaden. Auf Gruppen wohlgemerkt. Das ist nur, damit wir Gruppen verletzen können. Nämlich übrigens auch im WVW, ist ganz geil. Das heißt, du fokussierst ein, haust alle deine Zustände drauf und dann mit dieser Fähigkeit kannst du 5 Ziele um den rum die gleichen Zustände mit den gleichen Down und den gleichen Schaden alle 5 Zielen geben. Und das ist der Schlüssel, meine Freunde. Das ist der Schlüssel. Und dann die dritte Fähigkeit variiert, je nachdem wo und wann ich unterwegs bin. Ich zeige euch ganz kurz die Variationen. Einmal Siegel der Heuschrecke. Was bringt mir Siegel der Heuschrecke? Wenn ich mal schnell was erforschen will, wenn ich Leute habe, die alle 25% passiven Movement Speed drin haben, dann mache ich halt den rein, weil ich dann bin ich schneller und es ist noch ein kleiner Notfall-Heal, obwohl ich den nie nutze eigentlich. Es ist wirklich nur wegen diesem passiven Effekt der 25% Geschwindigkeit. Also immer wenn ihr schnell sein wollt, nehmt euch das rein. Ihr spart euch die Eile. Wenn das nicht nötig ist, zum Beispiel in Dungeon ist das in der Regel nicht nötig, sondern ihr geht im WVW oder ihr kämpft gegen Schaufler. Nehmt euch verdorbene Segen rein. Im WVW ist das sehr lustig, wenn du zum Beispiel irgendeinen Wächter oder Krieger hast, der sich unglaublich viele Buffs geben kann, ist das ein sicherer Tod in der Regel. In der Regel. Nämlich der gibt sich die Buffs und du kannst bis zu 5 Buffs damit einfach umwandeln in zufällige negative Zustände. Das ist doch cool, denn der gibt sich Stabi, Regeneration, Schutz, Aegis und du hast hier einfach diesen verdorbenen Segen drauf und ja, nur noch Zustände. Wuhu! Geil! Nimmer! Das ist auf jeden Fall sehr geil im WVW und gegen Schaufler, weil Schaufler hauen sich auch, zumindest in den höheren Level, ziemlich viele Buffs drauf. Oder, wenn ihr das nicht wollt, sondern wenn ihr weiter kiten wollt, beziehungsweise mehr Schaden verursachen wollt, generell nehmt euch den Brunnen des Leidens rein. Was bringt der? Er haut, glaube ich, 10 oder 12 Stacks Verwundbarkeit drauf in der Zeit, indem er aktiv ist, plus 2600 Schaden. Und es ist ein Kombofeld dunkel, aber das ist nicht so wichtig. Und es ist ein AE, das heißt, ihr macht ganz schön AE-Schaden auch noch damit. Das ist eigentlich so das, mit dem ich am meisten, ja, am meisten rumläufe. Ja, doch. Genau. Brunnen des Blutes oder wenn ich eben gerade mal erkunde oder irgendwo hinläufe, Siegel der Heuschrecke. Genau. Man kann noch, was ich manchmal reinnehme, gerade bei so Sachen, die man kiten muss, ist Gebet an Kormir. Das ist aber halt nicht so an Necro gebunden, sondern an die Rasse Mensch. Einfach Zustände entfernen. Zustände entfernen sind ganz gut. Von dem her finde ich die Rasse Mensch auch für den Necro ganz angebracht. Was habe ich als Ult? Das ist ziemlich unterschiedlich, muss ich sagen. In der Regel spiele ich mit Seuche. Was bringt mir Seuche? Einmal Stabilität. Das heißt, ich kann immer meinen Schaden drauf machen als solche Wolke. Zweitens, wenn du in der Seuche selber bist, hast du 3 Fähigkeiten. Mit der ersten Fähigkeit kannst du, ja, ich glaube 4 oder 6 Stacks Blutung dauerhaft auf dem Gegner halten.
Das ist auch ziemlich viel Schaden und du vergiftest halt auch darauf. Mit der zweiten Fähigkeit, und das ist meiner Meinung nach die sinnvollste, kannst du Gegner blenden. Gegner blenden hat den Vorteil, wenn du jemanden, wenn jemanden rest und da sind lauter Gegner rum und du blendest die alle, dann machen die gar keinen Schaden. Blenden ist so underrated, Leute. Wenn einer geblendet ist, macht er keinen Schaden, weil er nicht trifft. Fertig aus, Leute. Merkt euch das. Und der dritte, das dritte wäre noch verkrüppeln und schwächen, finde ich jetzt nicht so wichtig. Höchstens im PvE. Im WVW. Gut, das sind so die Skills, die ich hernehme. Jetzt habt ihr auch mein Itembild, meine Eigenschaften, mein Skillbild. Aber ihr wollt natürlich auch sehen, wie das jetzt in der Realität funktioniert. Ne? Also in der Realität, ich mach's mal so. In der Realität nehme ich her mein Siegel der Bosheit, hau das auf den Gegner drauf. Bei kleinen Gegnern reicht es, wenn ich dann einfach meine Epidemie nehme. Was passiert jetzt? Der hat diese Zustände, der hat die gleichen Zustände. Der hat die gleichen Zustände. Richtig cool. Als Burst auch sehr angebracht. Einfach die Siegel spammen. Vielleicht Siegel 5 noch aufheben. Ist gar nicht schlecht. Wenn man sich das aufhebt, wenn man mal wirklich notwendig jemanden wegfieren muss. Ansonsten die Siegel 2, 3, 4 durchspammen. Ausweichen. Gibt dem Gegner 2 Blut. Blutung, wenn er durchgeht. So. Weitere Blutung kriegt er vom Zupacken der Tote, also die 2 beim Zepter und die 5 beim Dolch, gibt auch nochmal 2 Blutung. Das heißt, ich habe allein 5 Blutung auf meiner Zepter-Dolch-Kombination, die ich instant verteilen kann. Plus tödlicher Schwarm ist ganz geil, wenn man selber Zustände hat, kann man die da runternehmen und den Gegner verpassen. Und er wird 7 Sekunden lang geblendet, das heißt auch wieder ein Angriff weniger vom Gegner. Schmaus der Verdorbenheit ist in der Regel nicht notwendig. Also nehme ich zumindest nicht oft her. Also was heißt das? Wenn ich einen starken Gegner habe und halt eine Gruppe drumrum, dann haust du erstmal, also erstmal gehst du auf deinen Zepter durch und haust erstmal 2 und 5 drauf. Wahrscheinlich noch 4 zusätzlich. Gehst zum Gegner hin, wechsel auf Stab, er kriegt 2 Blutung vom Sigil. Du spammst 2, 3, 4, am besten 5 auch noch durch. Der Gegner ist ziemlich angeschlagen, du spammst nochmal 2, dodgst durch den Gegner durch. Wenn jetzt Gegner drumherum sind, haust du Siegel der Bosheit drauf und Epidemie, dann haben alle diese ganzen Blutungstacks. Ansonsten gehst du in den Todesschleier, haust da erstmal die Nummer 5 raus. Pein ist ein unglaublich starker Zustand mit extrem viel Schaden. Dann Verdammnis, wegfieren natürlich, richtig geil. Dunkler Pfad, 3 Blutung für 10 Sekunden. Hauen wir rauf, gibt auch einen Haufen Schaden. Dann geht er wieder raus, spammt wieder eure Siegel. Geht wieder auf Zepter, Dolch und haut da wieder eure Blutung, eure Zustände rauf. Und das könnt ihr praktisch unendlich lang machen. Wenn ihr etwas kiten müsst, zum Beispiel einen größeren Boss, das habe ich schon des Öfteren erlebt. Macht das einfach so, ihr lauft einfach rum und legt die Felder vor euch. Die bleiben dann hinter euch und der Gegner, wenn er euch folgt, geht ja da durch, ne? Also ihr könnt das und ihr könnt alles, auch der hier, der hat auch ein bisschen eine Verzögerung. Das heißt, ihr castet den eigentlich vor euch, aber wenn er kommt, ist er hinter euch. Und dann ist meistens der Gegner drin, also richtig schön zum Kiten. Ja, wie gesagt, zum Notfall die Ulti zünden. Oder den Heal. Und ansonsten bedenkt immer, ihr habt mit eurem Todesschleier ein zweites Leben. Das kann beim Resen von Verbündeten helfen, aber auch um euch am Leben zu halten. Ja, und das war eigentlich mein Guide. Es ist wirklich simpel, es bedarf vielleicht ein bisschen Übung am Anfang, damit man die Combo richtig timet. Wenn man wirklich erst alle Zustände drauf hat und am Schluss erst Epidemie. Nervig ist natürlich, wenn dein Mob, den du eigentlich mit Epidemie belegen willst, einfach verreckt vorher, dann kannst du nicht spreaden. Das ist ein bisschen doof, aber das kriegt er hin. Und genau, das war mein erstes Tutorial zum Necro. Ich werde wahrscheinlich bald ein Brunnen-Necro-Tutorial und ein Terromancer-Bild noch machen. Aber bisher, Zustand schaut Necro im PvE, WVW
und im SPVP. Absolut geil. Danke euch und die Herren des Eisreichs wünschen euch noch eine frohe Weihnacht. Ho, ho, Negro.